And we're back. Ich habe gerade gesehen, der aktuelle Rekordhalter hat vorhin nochmal gestreamt. Er war nur einen Tag schneller als wir jetzt und wollte mit diesem Run, wo er einen Tag schneller war, 49 Tage schaffen. Das heißt, hier wären sogar 50 Tage drin, was natürlich Rekord wäre, weil er hat seinen Run im Late Game leider verhunzt. Beziehungsweise hat ihn eigentlich vorher schon verhunzt, weil den Reisesser 3 nicht erforscht hat, hat dann immer zu niedrige Stats und kam mit dem Late Game dann halt nicht mehr klar und hat zu oft verloren und hat dann über 12 Tage extra so gebraucht, weil sich das so aufgeschaukelt hat wie ein Teufelskreis, sag ich mal. Ich weiß gerade nicht, einkaufen wollen wir wahrscheinlich, wie es aussieht. Wir haben in 3 Tagen Endkampf im Playoff. Okay. 65 Energie reicht. So, das müsste reichen. Die Sache ist, also wir haben echt bessere Stats als er. Er ist mit 14,8 aus dem Playoff gegangen. Und wir haben noch eine Trainingssession, also wir haben noch 3 Tage. Oh, es sind sogar 3 Tage. Na gut, dann sind wir 2 Tage langsamer als er. Das heißt, 51 wäre theoretisch drin. Und 2 Tage, wie gesagt, haben wir leider verschenkt sozusagen. Und das heißt, 49 wären in jedem Fall drin. Und das wäre auch so mein Ziel. Ultimativ, sage ich mal. Voraussichtlich, also ultimativ, aber gleichzeitig voraussichtlich. Danach halt mal weiterschauen, ob einem dann noch neue Informationen einfallen. Es wurde zum Beispiel gesagt, dass, das hatte ich nämlich auch mal gelesen, dass die Ausweichskills nicht stacken. Das heißt, es gibt ja Crossroads und Gegnerangriff, und dass die beide, wenn man die beide aktiv hat, dass es keinen zusätzlichen Nutzen bringt. Das hatte ich nämlich auch mal so gelesen. Hab's aber dann wegen ihm doch erforscht in den letzten Runs, aber er meinte jetzt auch, dass er das Gefühl hat, dass die doch stacken. Weil er es jetzt auch mal ohne versucht. Und mit den gleichen Stats sah er jetzt deutlich schlechter, nicht deutlich, aber er sah schon merklich schlechter aus. Kann der Zufall sein, kann aber auch sein, dass sie wirklich wohl stacken. Das wissen wir nicht. Die kann man auch nirgendwo wirklich nachgucken. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, wie ich die Skills erforsche. Könnten noch gegen Silver, glaube ich, antreten. Nice. Und zwei Kicks oder zwei Angriffsmoves stacken, glaube ich, auch nicht. Man kann es aber nirgendwo nachgucken. Ich werde aber nochmal noch googeln. Also 40 GB noch eine Festplatte frei, das ist nicht so viel. Ich habe noch von einer anderen Festplatte ungefähr 25 GB. Ist halt gerade am Rendern, aber irgendwie dauert das Rendern 12 Stunden. Das hat jetzt mal irgendwie nur 6 Stunden gedauert. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich hier gerade im Weltrekord-Run bin und ich werde mich weiter spielen, weil die Festplatte voll ist. Juhu, 9 Skillpoint. Er hat auch irgendwann schnelle Reaktionen erforscht. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
weil wir dann mehr Energieverbrauch haben und dann auch schnell auf dem Boden liegen. Letztes Mal habe ich es nicht erforscht gehabt. Kontrollierte Wut soll aber ganz gut sein. Ja, jetzt weiß ich halt nicht, soll ich die Crossroads erforschen? Ich denke mal, ich gehe auf Nummer sicher, weil ich das letzte Mal auch gemacht habe. Ich mach das. Und dann weiß ich nicht, ob ich schnelle Reaktion erforsche. Als ob schneller erforsche ich nicht. Schnelle Reaktion und kontrollierte Wut hätten wir dann eigentlich nur noch. Ach ja, und demoralisieren mit Flipkick. Das könnte man auch noch machen. Sollte reichen. Wo waren wir? Ich glaube, wir waren genau hier. Wir haben zuletzt den Boxer gemacht und können jetzt den Punching Ball endlich bearbeiten. Dann werden wir wahrscheinlich bei 16.9 ankommen morgen. Und er war bei 14. Das heißt, wir dürfen im Late Game deutlich besser dran sein als er. Ja. Unser Essen ist ziemlich low. Da weiß ich nicht, ob wir dann noch auf 16 kommen. Aber wir haben kein Geld, um die Gym nochmal zu bezahlen. Und Liegestützen wird auch schwierig, obwohl das könnte noch hinhauen, den Rest mit Liegestützen zu machen. Ja, das haut hin. Knappe Kasse. Eben schnell noch die beiden Stats reinigen. Komm schon, ich brauche noch mehr blaue. So, was zuerst? ...14.8. Wir haben 16.9. Machen wir ihn doch zuerst. Wegen weil. Eigentlich glaube ich egal. Und höchstens ein vielleicht einen neuen Skill noch gekriegt. Hätten wir gegen Silver noch kämpfen können, weil wir ja Geld gekriegt hätten bei der Ultimate League. Dann hätten wir Ultimate League auch nochmal was gekriegt. Aber ob es für einen neuen Skill gereicht hätte, weiß ich nicht. Hätten wir auch Crossroads noch gehabt. Sieht nicht so gut aus für uns. Das wäre natürlich sehr, sehr fatal, den letzten Kampf jetzt zu verlieren.
Rang kann man es vergessen. Hoffentlich kriegen wir ihn noch down. Ja, das war essentiell. Er hat keine Ausdauerregeneration. Wir müssen ihn über seine Ausdauerenergie kriegen. Wir müssen jede Runde genau das. Das ist schon eine Herausforderung. Wie viele Kämpfe hier. Oh. Das ist noch nicht alle Tage Abend. Er hat sein Moveset geändert, damit er weniger Ausdauer verbraucht, aber es dürfte in der Tasche sein jetzt. Puh, nice. Richtig, keine Zeit zu fahren. Ich machen werde. Ich will die Health hochbekommen. Und den Ultimate Fight noch machen. Und ich könnte auch noch mal gegen Silver kurz, falls wir wieder können. Dürfte nicht allzu viel Leben verlieren bei dem Kampf. Hätte ich natürlich trotzdem Fahr machen können. Auch wenn es nicht stackt, Crossroads ist besser als Unerfallshorn. Nice. Diese paar Kämpfe gönnen wir uns noch. Bevor wir noch zusammenkommen. Wir könnten sogar noch hier trainieren, guckt euch mal, wie die Zeit steht. Weil wir können nämlich sofort. Also wenn es wirklich nur noch Tagen geht und nicht noch Stunden in Russland, dann können wir ja sofort da kämpfen. Wenn wir kurz vor Beendigung des Tages sind und dann halt trainieren der nächste Tag oder der Tag geht dann um, dann müssten wir trotzdem sofort am Anfang nach 3 Tagen, also nach 3 Tagen kann man ja dann wieder kämpfen, dann könnte man sofort am Anfang der 3 Tage wieder kämpfen. Das wären effektiv dann 2 Tage und 1 Stunde dann vielleicht, wenn ihr wisst, was ich meine. Dann könnten wir nämlich hier noch effektiver trainieren, weil wir da halt nicht spezial unsere Geschicklichkeit trainieren können. Bin mir nicht ganz sicher, ob es so funktioniert, aber ich würde es gerne mal ausprobieren. Es dürfte kein zu hoher experimenteller Faktor sein. Und zur Not verlieren wir halt ungefähr einen Tag oder so. Da muss ich eh gucken, ob es jetzt überhaupt lohnt, ob wir damit irgendwie die Stats noch ja maßgeblich hochkriegen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen ganzen Tag, also fast einen ganzen Tag trainieren könnten, könnte man Stat noch um 1 Punkt raisen sogar. So.
Ja, Tag ist fast zur Hälfte zu Ende. Lohnt sich dann eher nicht. Also ich mach's mal nicht. Müssen wir jetzt zum Don, ja. Noch die zwischen sich für uns. Lieblingsmucke. Nicht ganz vorne nehmen. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das doch stackt, ich weiß es aber nicht genau. Kein Damage genommen. Also Tag 44. Ich werde trotzdem bei 43 fahren, wie immer. Ist echt doppelt so schnell, wie wir geschickt leveln als Ausdauer, obwohl fast doppelt so viel Geschick haben, einfach durch den Reisesser. Das bringt schon ordentlich was. Sind wieder regeneriert? Nope. Jetzt sieht zwar so aus, aber das ist ein Bug.
Wenn ich hier 17 erreicht habe, dann werde ich fragen. Obwohl, wir müssen gleich rein. Ich frage, ob wir 17 haben. Also später an diesem Tag. Ich habe das Gefühl, dass ich mal irgendwann nur 2 Tage brauchte vor dem Endfight. Dass es wirklich halt irgendwie ein stundengerechnet wird und nicht in exakt, ja, das hat nicht in nicht relevant ist, welcher Tag halt gerade ist, sondern halt wirklich so 24 Stunden oder sowas. Fragen wir nochmal. Nice. Siehst du, jetzt sind es nämlich irgendwie 2 Tage. Irgendwie ist das seltsam. Da habe ich sonst immer zu viele Tage hier verbraucht. Wie sich das genau verhält, weiß ich dann aber nicht. Ich habe echt deutlich das Gefühl, dass wir deutlich besser sind mit 2 Reflexions-Moves. Wir haben 14 Schaden jetzt auch nur genommen. Ein bisschen mehr. Also es ist noch World Record Pace. Boah, ich hätte schon wieder gedacht, dass das jetzt irgendwie abgestürzt ist. Und erst so ein komischer Ton kam, so düt. Dachte, mein Laptop geht aus. Wow, ich finde es so wow. Schnelle Reaktion. Mach ich mal nicht, experimentier mal nicht. Ich glaube, ich mache mal kontrollierte Route. Wohl demoralisieren, 20% weniger Schaden ist schon Hammer. Also eigentlich Tag 46, ich frage aber mal am Ende des 45. Tags. Wie der Typ immer wegrennt und dass er grün ist und der Bär einfach nur so stapft.
glaube ich da hinterher, aber. So, und ich penne jetzt mal, anstatt des letzten Skills da zu benutzen. Bis der nächste Tag anbricht. Dann ist vielleicht der erste hier wieder voll. Jo. Ob der voll ist, weiß ich nicht. Also ob die Bubbles jetzt schnell abnehmen. Sieht nicht so aus. Also ist er voll. Lol. Nice. Gebrochenes Bein auch geheilt. Aber auf 10 dürfen wir nicht mehr kommen. Auf 18 kommen wir auf jeden Fall noch. Bevor wir aus Russland raus sind. Ich frag ungefähr Viertel vor, ob wir bereit sind. Natürlich auf 18. Nice. Ich habe also. Sind also doch nur 2 Tage. Dann habe ich da immer dann 3 Tage verschwendet. Dann hätte ich mir im letzten Run schon 58 Tage gehabt. Aber naja, man lernt ja. Deswegen dachte ich auch, ich hätte jetzt einen 54 Tage Run. Dabei sind es 51 Tage. Also möglich. Krass wäre natürlich, wenn es doch 49 wären, weil dann wären nämlich 47 möglich und das wäre richtig krass. 47. Anfangs fand ich ja alles unter 70 schon sehr krass. Dann unter 50. Wenn man das dann alles noch perfekt studiert, vielleicht sogar 45 und vielleicht geht es dann noch weiter. Das wäre alles richtig krass. Das wäre mal eine richtig spaßige Herausforderung. Okay, der ist ohne Probleme down. Wie alle anderen Gegner bis jetzt auch. Das heißt, ich frage am Ende des Tages 47. Das sind also 24 bzw. hier 48 Stunden. Und nicht einfach ja an dem und dem Tag. So, wie war das? Hier waren wir zuletzt, glaube ich. Der ist noch nicht ready. Geh weg. Jetzt dürfte er gerade so eben ready sein. Aber war nicht 100% ready. Problem ist, ich kann nicht weiter trainieren. Sonst geht die Stärke mir zu hoch. Ich trau mich nicht, sonst geht die Stärke auf 2. Ich mach den Shit jetzt hier weiter. Ist ja so der letzte Tag. Kann ich auch ganz ablaufen lassen. Aber nacheinander ganz ablaufen lassen. Und wir sind auf 18,9, ist auch eine gute Voraussetzung.
für, wenn wir im, wie nennt sich das denn, in diesem Filmstar-Manager-Haus sind. So, dann frage ich den Kerl doch mal, ob wir denn ready sind. Ready to go. Oh. Ich versuche noch diesen Tag aufzuhören. Nice. Das sind vielleicht ein bisschen mehr als 24 Stunden, das kann auch sein. Ja. Mal gucken. Der kann tough sein, muss aber nicht. Ist halt Zufall, ein bisschen. Stärkebild halt. Das, was ich wahrscheinlich am meisten in diesem, weiß nicht, wie man es nennt, nicht Let's Play, aber Weltrekord Run erwähne. Der Stärkebild ist ziemlich viel random und ziemlich viel Ausdauer noch. Da ist es auch gar nichts, wenn er jetzt die Hälfte noch von unseren Lebenspunkten hat. Der kann auch ganz plötzlich einfach ausrasten. Na, jetzt ist so langsam sicher. Ja. Nice. Ich gucke gleich mal, was meine Festplatte sagt, ob ich vielleicht den Aufnahmeort schon wechseln muss auf die andere Festplatte. Und die Festplatte sagt, wir haben noch 15 GB, das ist nicht mehr sehr viel, die werde ich aber noch. Also, Tag 51 sind theoretisch jetzt drin. Das wäre eine Verbesserung um 10 Tage, das wäre natürlich extrem nice. Aber dann kann ich eigentlich nur noch 2 bis 3 Tage rausholen, eher 2. In einer weiteren Aufnahme. Wäre natürlich cool, weil das so das Max, das nicht maximale, aber so, ich sage jetzt einfach mal das Maximale, bevor es halt wirklich, wirklich schwierig und in sehr, sehr krasse Detailarbeit geht. Dann würde ich das gerne machen, bevor jemand anders dann die 47 schafft. Weil sonst muss ich mich mit dem Detailkram auseinandersetzen, bevor das jemand anders muss, um den Weltrekord zu halten. Deswegen werde ich danach auf jeden Fall noch mal einen Run machen. Energy Drinks müssten wir eigentlich noch da haben. Wir können den Silver noch ein Kämpfchen machen. Sag mir deinen Kopf. Nicht beeindrucken, aber hey, ich liebe Herausforderungen. Aufnahmen von deinen Pornos gesehen. Das ist gut. Aber ich bin kein. Ja. Er ist verrückt, ich sollte unterschreiben. Ja. Ja, laber nicht so viel, Junge. Ja, Trainingsfight wäre noch ganz geil. Würde ich mal behaupten.
Dann nehme ich morgen noch einen zweiten, haben wir noch einen Skill. Entschuldigung. Boah, in der ersten Runde fast down. So, das nächste hoffe ich, dass wir mit Shoot Movie komplett durchkommen. Also alle 6 Gegner. Abfrühstücken. Ich werde den Skill natürlich nicht vorher auf 19 hochbringen. So. Erstmal ein Filmchen drehen. Ich hätte natürlich kurz pennen können, dann wäre eine Stunde vergangen, hätte ich noch einen Skill freigeschaltet gehabt. Oh, schon 20 Damage getankt. Am ersten schon. Also im letzten Run konnte ich hier komplett durchrushen. Durch alle 6 Gegner und dann direkt den ersten besiegen. Und jetzt tanken wir schon ordentlich Damage irgendwie. Das kostet uns ungefähr, ich denke, einen halben Tag, wenn wir nicht die 6 Gegner schaffen. Und dann werden unsere Stats ja auch nochmal gelowert. Also könnte das sogar bis zu einem ganzen Tag uns kosten. Mal schauen. Das kann sein, dass ich letztes Mal erst auf 19 hoch trainiert hatte. Das kann sein. Das kann auch Sinn machen. Eher die sichere Schiene zu fahren. Vielleicht sollte ich in Zukunft erst immer auf 19 hoch trainieren. Aber wenn wir nach dem vierten noch, ich sag mal 90 Leben haben, dann gehe ich auch noch den nächsten an und dann gucke ich nochmal wiederum weiter. Ob ich dann mit 75 Leben vielleicht den letzten dann noch angehe oder mit 60 sogar. Muss ich dann schauen. Würde mich jedenfalls sehr, sehr freuen, wenn wir das so durchziehen könnten. Vom Lebenspunkten gerade ganz gut aus. Wenn wir jetzt hier noch 100 bis 120 behalten, wäre optimal.
Also er hat uns bisher noch keinen Schaden gemacht, das ist schon mal sehr positiv. Das heißt, die ersten beiden, die eigentlich die Schwächsten sein sollten, haben bisher am meisten oder fast ausschließlich sogar den Schaden gemacht. Oh. Jetzt hau nicht kurz vor Ende noch hier alles raus, Junge. Junge. Wir sollten noch ungefähr 90 haben für den letzten. Ja, wir kicken schon ordentlich. Ich habe das Gefühl und die starke Vermutung, dass wir mehr Angriffsmoves haben, dass wir bisher eigentlich nie schneller oder mehr gekickt haben als jetzt. Also wir kicken den gerade die ganze Zeit aus dem Leben. Mega schnell, erste Runde. So, dann muss eigentlich auch schaffbar sein. Besonders wenn er halt nicht trifft und wir den Schaden zurückwerfen. Er wirft auch Schaden zurück. Oh. Oh, der ist nicht schlecht. Okay, oh. Wenn wir jetzt gar keine Punkte kriegen, dann war das Hammer-Fail. Dann ist halt nicht mein Weltrekord. Vielleicht sollte ich echt auf 19 Geschick immer trainieren. Na gut, dass der jetzt öfters mal auf dem Boden liegt. Weil er schon ziemlich viel Ausdauer mit seinen Moves verbraucht, aber leider nur einmal pro Runde und hat jetzt Ausdauerregeneration drin. Konnte aber trotzdem nochmal auf dem Boden liegen diese Runde. Und wenn uns ein paar miteinander trifft, dann können wir auch noch verlieren. Ja, wie gerade eben der Hit. Puh, das ist schon spannend zumindest. So, was sagt der Skill Tree? Könnten wie gesagt immer noch schnelle Reaktion machen. Aktives Talent bringt gar nichts. Aber ich war ja auch demoralisieren gegangen. Und jetzt können wir noch gegen Silver gleich und können dann noch den Flip Kick. 2-6 wäre er. Wir haben nämlich momentan. Ich glaube Karate High Kick 3-6. Kontrollierte Wut wäre auch noch da. Flip Kick oder kontrollierte Wut? Ich würde fast schon sagen kontrollierte Wut. Wenn man halt, wenn es wirklich mal brenzlig wird. Ja, das glaube ich ganz gut. Sonst können wir den ersten schon fighten. Wir haben nichts mehr im Kühlschrank, glaube ich. Na doch. Ist aber ineffizient für Herzchen zu benutzen. Und wir haben eh genug Kohle. Können auch noch Energy Drinks einkaufen. Müssen wir wahrscheinlich nochmal eine Palette Pizzen holen danach. Aber wir haben es ja. Ich habe das Gefühl zu husten, muss aber trotzdem nie richtig husten. Ich versuche das dann immer, aber kommt nichts. Phantomhusten. 80, also genau 2. Kämpfen. So, und der Weltrekordhalter bei seinem letzten Run, den ich vorhin noch geguckt habe, da hat er zweimal gegen ihn verloren, oder dreimal sogar. Weil der ist schon nicht schlecht. Aber ich hoffe, wir bringen ihn zu Fall in dieser Runde noch. Nice. Wir besiegen ihn halt über die Ausdauer. Was habe ich gerade eigentlich geskillt? Jetzt hat er Regeneration. Komm schon.
Ja, die kannte nur eins. Nice. Ich irgendwas Wichtiges geskillt, als ob schon noch mal nicht. Ne. Boah, der fiel auch so gerade wieder. Hat aber die Regeneration rausgenommen. Macht aber viel zu viel Damage. Komm schon. Jetzt chillt er die ganze Zeit auf. Jetzt hatte die Regeneration wieder drin. Oh. Komm schon, ist nicht mehr viel, aber der kann uns immer noch besiegen. Jetzt wollte ich gerade sagen, wird schon schwierig für ihn. Aber ich finde es immer spannend. Und ja. Nerven auch vor allem ein bisschen. Besonders im Weltrekordversuch. So, jetzt sollten wir. Ich denke. Das komplett ausbauen. Kriegen wir 750, wenn wir zwei Partys schmeißen. Das heißt, wir hätten das gar nicht komplett ausbauen müssen. Wir können sogar noch die Markenware ausbauen. Da habe ich jetzt noch nicht. Ich mache mal kurz eine Aufnahmepause, weil die Festplatte wahrscheinlich jetzt gleich voll ist. Bis gleich. Da bin ich wieder. Ich könnte jetzt natürlich gucken, ob das was bringt bei meinem anderen Safe Game, aber irgendwie habe ich keine Lust dazu. Deswegen mache ich das, glaube ich, einfach. Weil wir eh genug Fame haben. So. Und hier dann gleich noch zu Silver kurz. Mit dem Boost. Okay, wo für heute was? Okay. Kann natürlich auch morgen oder später am Tag noch. Fuck. Da habe ich jetzt natürlich gar nicht drauf geachtet. Das war ein dicker Fehler, es kostet einen halben Tag. Kostet den ersten halben Tag. Und das nämlich auch nochmal 75 Fame kostet. Fuck. Ich hasse Fehler. Ich mache immer Fehler im Late Game. Also wir kriegen 860. Das heißt, wir haben 15 zu wenig. Obwohl, vielleicht kriegen wir am nächsten Tag nochmal Fame. Also wir haben 485, ich muss mal gucken, auf achten, ob wir am nächsten Tag dann nochmal Fame kriegen. Jetzt muss ich ja in diesem Affenkäfig da sitzen, um Scheiß zu werden. Zehn Fame kriegen wir, das sind 5 zu wenig, Junge. Wobei, ne, wir kriegen... Wir hatten vorher 385, jetzt haben wir 25 gekriegt, nicht 10, aber das verwirrt mich jetzt schon ein bisschen. Muss ich ja zugeben. So, wie viel haben wir? 420, das heißt, es würde... Wir haben 5 zu wenig, ich will es nicht verarschen. 795. Alter Falter, ne, das gibt's doch nicht. Aber wir können einen Film drehen. Ist sowieso sinnvoll, aber trotzdem keine Zeit. Das hätte mich total aufgeregt, ey. Gut, Kaffee. Was haben wir das? Ich mache erstmal den Übungskampf. Auch wenn der 20 kostet.
fast in der ersten Runde aus dem Leben gekickt. So, Flipkick. Ich mache aber kontrollierte Wut. Hätte ich, glaube ich, im letzten Run nicht erforschen können. Die 5% Gesundheit gönne ich mir noch. Auf jeden. Shoot a movie. Ach, das sind natürlich jetzt die Piraten, klar. Ich komme noch bis zum vierten. Muss er vielleicht doch noch eine Party schmeißen. Oder wenn wir nämlich 5 zu wenig Fame hätten. Lohnt sich also vielleicht doch nicht auszubauen, den ersten Skill gedöns. So, auf die Matte. Auf die Matte, sag ich. Auf die Matte, 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 auf die Matte. Gibt's doch nicht. Nice. Er hat nämlich keinen Schaden gemacht, das ist schon mal sehr gut. Und ich habe vergessen auf 9 hoch zu trainieren, ich Idiot. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich nämlich 14 weniger Leben habe. Ist schon ein Unterschied. Wenn ich keinen groben Fehler mache oder mehr mache, dann dürfte ich zumindest meine vorherige Zeit deutlich verbessert haben. Ob ich jetzt 54 oder unter 55 Tage schaffe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall liegt es im Bereich des Möglichen. Noch. Ich habe uns bisher 7 Schaden nur gemacht. Auch nice. Auch, ne? Nice. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob es was bringen würde. Bis zum letzten zu gehen. Wir kriegen 150. Ja, doch 150 extra, weil wir 100 investiert haben. Ja, es lohnt sich auf. Ansonsten kriegen wir nochmal 150. Also 300 extra, wären wir aber, glaube ich, nur bei 700 irgendwas. Wir müssen, glaube ich, so oder so einen fucking Film drehen. Der einzige Vorteil, den wir haben, ist, dass wir noch einen Skill dazu kriegen würden. Würden wir hier den komplett schaffen. Aber der macht halt schon Gegenschaden, obwohl er gar keinen Skill hier drin hat, der Gegenschaden machen würde. Hoffentlich kriegen wir noch von Mathe. Ja, nice. Das ist ein zweites Mal. Jetzt, ja. Kommt zweite Runde down. Er hat uns dann 25 Schaden gemacht bisher. Das reicht aber. Oh, haut er nochmal kurz 17 raus, ey. Der Sack. Ich glaube, ich werde den nicht zu Ende machen. Also wenn ich 120 noch habe, dann ja. Ich hätte einfach die Ausdauer auf 9 hoch trainieren müssen. Solche Kleinigkeiten, die fallen schon deutlich ins Gewicht mittlerweile. Der wird uns aber wahrscheinlich noch unter 120 hauen. Aber wir hätten 16 HP mehr gehabt, hätten wir die Ausdauer kurz auf 9 gebracht.
Also schon unter 120. Also mit Astronomen werden wir nicht unter 120, wenn wir bei 290 vielleicht bleiben. Dann wage ich, ja, dann wage ich zumindest noch den nächsten und schau dann weiter. Aber das wird, glaube ich, einfach viel zu riskant sein. Also mit 80 Lebenspunkte mache ich den jetzt, glaube ich, noch. Aber wir sind jetzt schon bei 90, knapp 95. Aber seine Ausdauer ist gleich im Keller. Vielleicht diese Runde noch auf die Matte bringen. Jetzt zum Beispiel. Ja. Hälfte hat er weg. Nein, ist nur 75. Au. Ich hoffe, wir gewinnen das noch. Gut, dann machen wir den letzten nicht. War ein Versuch wert. Schauen uns den Kladderadatsch jetzt hier mal an. 570. Dann müssen wir eine Kackparty schmeißen. Dann tun wir doch dies. Das ist ein Dreivierteltag ungefähr, der drauf geht. So, jetzt bringe ich kurz die Ausdauer auf 9 hoch. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Hoffentlich geht es noch vor Beendigung dieses Tages. Dann unsere Energie ein bisschen hoch pushen wieder. Ich habe noch keinen Kaffee mehr eigentlich. Halt. Den müssten wir eigentlich in der Tasche haben. Alter, hör mal auf! 35 Okumo! Was? Der trifft eindeutig zu viel. Aber er geht auf den Boden. In den Staub. Satan. Auch schon lange her, von 1 live. Den Staub. Nice. Mighty Brüß. Brüßgen. Hätten wir das. So, wie geht's weiter? 800. Auf jeden Fall eine Party schmeißen, sind 25 zu wenig. Das heißt, ich könnte jetzt wieder den ausbauen. Wenn wir auf 500, würden zwei Partys schmeißen. Wären auf 1250. Aber irgendwie traue ich mich trotzdem nicht. Ich weiß nicht warum. Das kostet 1000 Dollar. Zwei Partys schmeißen kostet auch nochmal 1000. Das müsste eigentlich klappen. Ich traue mich nicht. Kauf ein. Ich darf nicht für mehr als 193 Dollar einkaufen, theoretisch. Passt. Beziehungsweise ich muss ja auch noch einen Rückweg zahlen. Und 2 Dollar. Dollars.
So, wir haben Tag 49. Wir haben zwei Partys schmeißen. Dann haben wir Tag 50 und konnten ihn besiegen. Und dann können wir noch ein Party schmeißen. Vielleicht können wir es an Tag 51 schaffen. Ich baue den Kack jetzt nicht aus. Ich mache einfach hier. Ich habe Angst. Ist zwar irrational gerade, aber keine Ahnung. Und die Stats will ich auf jeden Fall noch auf 18,9 bringen. Sonst müsste eigentlich wieder Kaffee haben. Ja, 15 fehlen. Hätte ich den Scheiß ausgebaut, hätte ich ja 300 erst verloren. Ich dachte schon. Alles gut. Also immer 5 zu wenig oder 15 zu wenig. Ist natürlich schon nervig, dass man so einen ganzen Tag insgesamt durch verliert. Jetzt ist die Frage. Es geht sowieso noch einen Tag drauf, weil wir für den nächsten Pferd auch noch eine Party schmeißen müssen und einen Film drehen. Deswegen kann ich auch die Stats eben raisen. Jetzt wird's knifflig. Soll ich auf Nummer sicher gehen? Wenn wir jetzt auf Risiko gehen, könnte ich es in 51 Tagen schaffen. Wenn nicht, sind es 52 Tage. Ich gehe auf fucking Nummer sicher. Weil sonst haben wir gar keinen Rekord. Besser 52 Tage als gar keinen. Ich meine, 3 Tage sind schon ganz gut. Oder wären schon ganz gut. Aber ich weiß nicht, ob wir es wirklich brauchen, die Stats zu raisen. Das war auf jeden Fall länger als einen halben Tag. Bitte, bitte. Das war nicht genug. Scheiße. Ich komme mal hier auf und mache Liege und Klimmzüge. Und hör bitte auf, hör bitte auf. Ja, es war ein halber Tag ungefähr. Können noch gegen Silver kämpfen. Ich weiß nicht, ob das noch was bringt. Tja, mach ich's wohl extra spannend gerade. Ich glaube, Kalkrogen ist nicht so schwierig wie der erste Gegner. Aber er kann nicht an Energie ausgehen, hat so ein Skill, dass er unendlich Energie hat. Sobald die unter einen gewissen Wert fällt oder so. Ah, hast du so 2 Schaden gemacht, Junge? Kann nicht sein. Sind trotzdem voll, 100%. Sind voll voll. Ach, ich brauche ja gar nicht hier hin. Erstmal einen Dollar verschwendet. Na, Dollar verschwendet, Restart. So's. Jetzt bin ich mal verspannt. Oh, fängt die gut an. Oh.
zumindest prozentual ist er deutlich schlechter dran als wir. Das heißt aber noch nichts, weil er wiederum ein Stärkebild ist. In Ausdauer geht es nämlich runter, in Ausdauerenergie hat ein 50er Kombo-Schaden passiert. Wir können danach dann wieder einen Skill freischalten. Unsere Ausdauer geht auch ziemlich runter. Und er ist down. Nice. Werde nicht jetzt also glaube ich gar nicht raisen müssen. Ich versuche beim nächsten Run einfach mal ohne dann. Für 600 brauchen wir also zwei Partys, beziehungsweise einen Film zu drehen. Dann schnabbel ich mal kurz ein. Wir kriegen. Reicht das? Wir bekommen 150, wenn wir bis nach dem vierten kommen, also 150 extra. Das sind 350, 650, 725, würde nicht reichen. Das heißt, wir können im Prinzip direkt eine Party schmeißen, weil wir sowieso auf Tag 52 kommen. Aber vielleicht haben wir ja ganz zufällig ganz viel Glück und schaffen alle 6, es liegt im Bereich des Möglichen. Ich hab's schon mal geschafft. Einmal glaube ich bisher. Und dann würde eine weitere Party reichen, aber es wird so oder so Tag 52. Und dann müssen wir ihn auch noch besiegen, den Endgegner. Das wäre zumindest schon mal Weltrekord um 3 Tage unter Boden. Und am nächsten Mal möchte ich dann auf 49 kommen. Wahrscheinlich will ich das Spiel trotzdem erstmal beim Weiterlegen. Also er hat schon mal kein Damage gemacht, genau wie letztes Mal, heißt noch nix. Oh man. Ich hoffe, dass die Festplatte noch bis zum Ende reicht. Für die 30 GB. Ja, sonst epic fail, so kurz bevor dann der Endfight zu Ende ist oder so, ist die Festplatte voll, ja, kann nicht mal aufgenommen werden. Kein Beweis für den Weltrekord. Scheiß Festplatte. Na ja, gut, Festplatte mache ich natürlich, ganz liebe Festplatte. Schmeißen auf eine Matte, aufs Holz. Er hat 10 Damage gemacht, das war glaube ich auch ungefähr so wie beim letzten Mal, oder 20 hat er gemacht, ich weiß nicht. Und jetzt kommen die beiden, die halt schon mehr Damage machen, durch Passiv-Skills, die ja gar nicht auf... oder halt durch Talente, die gar nicht aufgezeigt werden. Versteckte Talente. Sneaky, sneaky. Noch Mathe. Komm, Mathe diese Runde noch, Leute. Guck mal, wenn das mal die Festplatte an. Das ist nur noch 7 GB. Das heißt, ich muss gleich noch eine fucking Aufnahmepause machen. Vor dem Endgegner. Und dann 8 Stunden warten, bis der scheiß Konvertierungsprozess fertig ist. Obwohl, ich lösche glaube ich einfach irgendeine Scheiße irgendwo. Da muss ich mir die ganzen Sachen auch noch zusammensuchen, wo ich jetzt alles aufgenommen habe. Muss man noch übrig lassen an Lebenspunkte, Kollege.
Aber ich weiß nicht, ob ich die letzten beiden noch mache, weil es... Dadurch kann ich mir auch keinen Tag mehr einsparen. Und das ist halt eigentlich zu riskant. Ich throw einfach nur noch zwei Partys und hoffe, dass ich den Endgegner besiegen kann. Obwohl, ich könnte dann zumindest meine Skills noch wieder in Ordnung bringen, bevor dann noch ein Tag vergeht. Das könnte der einzige Vorteil sein. Ich habe gar nicht darauf geachtet, wie viel Leben wir noch haben. Wir sehen aber noch gut aus. Deswegen fahre ich fort und gucke nochmal die Festplatte an. Sie sagt... Ich hoffe, dass mir keiner unterstellt, wenn jetzt die Blackscreens dazwischendurch kommen, dass ich dann währenddessen Trainer oder so genutzt hätte. Naja, wenn das nicht als Weltrekord anerkannt wird, ist mir eigentlich auch egal. Wir sollten noch 90 Lebenspunkte haben. Aber ich glaube, ich werde den trotzdem nicht angehen, den letzten. Ich muss dann nochmal im Kopf durchgehen. Auf die Matte. Aber wir hätten theoretisch noch genug Leben, also die Hälfte unserer Lebenspunkte. Fuck. Also wenn wir... Eine Party kostet ungefähr einen halben Tag, das heißt von hier an bis hier und dann nochmal einen halben Tag bis hier. Wir müssten eigentlich noch unsere Stats raisen und das würden wir dann nicht mehr schaffen. Aber wenn ich jetzt fucking verliere, also ich habe lieber auch noch einen 53er Weltrekord anstatt gar keinen. Ich gehe eher ab der nächsten Run auf Risiko. Und Skill kriege ich ja trotzdem. Aber ich muss dann gleich die Aufnahmepause machen. Schnelle Reaktion, dem vertraue ich nicht. Den Flipkick schon eher. Jetzt haben wir hier auch nichts mehr. So, und jetzt mache ich kurz eine Pause. Bis gleich. So, ich habe jetzt 28 Tage frei. Ach, was ist das? 28 GB freigeschaltet. Es kann sein, dass wir nur einmal eine Party schmeißen müssen. Weil. Im Tag vorbei geht, wenn wir dann vielleicht 25 Fame kriegen und das genau die 25 sind, die wir brauchen. Hier steht zwar 10, aber. Mal gucken. 1360. Ja, das reicht nicht. Kriegen also echt nur 10, das ist ja voll lame. Voll lame. Nein. Tja. 65 fehlen. So, wieder müde. Und wir müssen eigentlich auch noch die Stats hochkriegen, das schaffen wir am 52. Tag nicht. Ach Quatsch, was mache ich denn? Ich will keine Kaffee mehr. Oder ich versuche, dass ich nur den Geschicklichkeitsstat bringe, aber es könnte auch extrem stark knapp werden an diesem Tag noch. Das wäre dann so Semi-Risiko. Na, das schaffen wir nicht mehr. Könnte.
Ressourcen, was ist das denn? Oh mein Gott! Hätte einfach noch ein bisschen länger durchgehalten. Dann hätte der denn noch, hätte er vielleicht noch einen Bubble rausgehauen, bevor der Tag zu Ende gewesen wäre. Tja, so wird's dann halt 53. On the safe side. Das wird wahrscheinlich auch noch pennen, bevor wir jetzt zu Ende sind. Komm, hör auf. Das läuft ja die ganze Zeit. Yeah, Moonwalk, vorwärts. Das wäre dann ja eigentlich nur Reverse Moonwalk. Ach, wir brauchen Energy Rings. Ach ne, Kaffee könnte da sein. Kaffee. Keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ja, kämpfen, ne? Ist der Lob schon der letzte? Bin mir gerade gar nicht sicher. Der letzte war doch, hat doch irgendwie weißes Gedöns. Also im nächsten Run muss ich auf jeden Fall mehr auf Risiko spielen. Auf die Matte, auf die Matte, mach's nicht so spannend. Nice, sogar noch auf die Matte, nur 34er Fumble. Aber wirklich insgesamt 5 Gegner? Was ist der vierte? Anscheinend. Fuck. Das habe ich denn falsch gedacht und falsch durchdacht. Immer noch nicht durch. Wir brauchen 700. Hundert. 300. Wir können maximal 300 dadurch kriegen. Das heißt, wir sind 25 short, beziehungsweise 15 short wieder. Das heißt, wir können einfach direkt zwei Party schmeißen, müssen nicht mehr kämpfen. Wir können höchstens einen Skill noch machen. Brauchen wir überhaupt noch einen? Schnelle Reaktion traue ich mich nicht, weil das mehr Energie kostet. Das Klaue des Windes bringt nichts. Das heißt, es sind 54 Tage. Fuck, das ist also nur einen Tag besser als Weltrekord. I hope I don't fuck up this shit.
Das hat doch so lange gedauert im End, im Late Game. Und ich hoffe, dass ich die Stats nochmal hochkriege. Ja, falls es dann der 55. Tag wird, dann höre ich auf jeden Fall vor auf, dann mache ich die Stats nicht höher. Weil das ist ja dann kein Weltrekord, bringt dann also nichts. Eben noch den Kaffee reingezogen. Wir kriegen den 17er wahrscheinlich nicht mehr hoch. Deswegen konzentriere ich mich auf den 8er. Besser als nix. Ja, den kriegen wir auch noch ganz knapp hoch. Ich regeneriere einfach mal kurz meine Energie, weil ich immer noch nicht weiß, ob sich das irgendwie auswirkt. Auf den Kampf meine ich natürlich. So, letzter Endboss und vorletzter Fight insgesamt. Gut, hat er sich schon 40 Damage gemacht, aber er hat ja auch doppelt so viel Leben wie wir. Aua. Autsch. Autsch. Nein. Auch ein Nein, warum trifft er so oft? Jetzt hat er sogar prozentual mehr als. Alter, das kann doch nicht sein, dass er so oft trifft. Jetzt habe ich noch nicht mal den Weltrekord, das ist das Ende. Und der regeneriert so viel fucking Ausdauer. Na, und trifft natürlich wieder. Ich glaube, man muss den Stat auf 18 und trifft natürlich wieder. Und unsere Ausdauer ist jetzt im Arsch und dann haut uns noch auf den Boden. Und wir losen. Wie soll es auch anders sein? Scheiße. Fuck. Alles umsonst, bringt nichts. Ich habe auch keinen Bock mehr. Ich habe einfach zu wenig Wissen noch über die Endphase, da kacke ich immer ab. Und ich weiß noch nicht, wie ich mir das erlangen kann. Das Wissen, das ist... ein Problem. Ein fucking Problem ist das. Aber wir können es doch schaffen am 54. Tag. Wir können einen Film drehen. Letzte Chance. Ist überhaupt noch eine letzte Chance da? Das ist schon genial. Ich krieg die Festplatte das noch hin. Ich muss einfach nochmal an die Festplatte gucken. Ich mach das mal, während hier Pause gleich ist. Aber ich mach's jetzt. Oh, die haben die Hälfte schon rum. Also 16 GB. Er hat uns sogar Damage gemacht.
Wir brauchen eh nur die 4 besiegen. Ich weiß nicht, wie ich mein Late Game genau optimieren kann. Ich werde diesen Crap auf jeden Fall nicht mehr ausbauen, die 10 bringen eigentlich gar nichts. Aber ich habe Angst, dass ich mich dann irgendwann ärgere, dass dann die 10 genau fehlen. Ist jetzt auch ein Speedrun gegen die Festplatte. Das ist nochmal spannend. Jetzt stirb schon. Okay. Zack, zack, zack. Also ich habe deutlich weniger Leben, als ich mit dem 18er-Stat hatte. Ich glaube, der 18er-Stat ist ziemlich prekär. So, theoretisch haben wir noch ein Talent. Ich traue mich aber nicht. Weil wir hatten schon zu wenig Energie. Ich Idiot, hab auch nicht den Flipkick reingemacht. Ich bin so doof. Ich guck nochmal nach der Festplatte. Uno Momento. Die sagt 12 GB, okay, das reicht. Alles. So. Hier haben wir 3,6. Wir machen schon 2,6. So, letzte Chance. Ist mir jetzt auch alles egal. Ja, er trifft natürlich wieder. Aber nicht ganz so krass wie letztes Mal. Nicht auf die Matte gelegt. Wir machen aber auch keinen signifikanten Damage. Auf die Matte. Och Leute. Er hat noch nicht mal Ausdauerregeneration. Er hat immer 0 und unser Typ wartet einfach.
macht 0 bis 1 Schaden immer. Hä? Warum macht man so wenig Damage? 120 Genauigkeit. Er hat schon prozentual mehr gemacht und seine scheiß Ausdauer geht einfach nicht. Endlich. Warum macht er nur 0 bis 1 Schaden? Sechs Genauigkeit 120, Genauigkeit 14, 3, 6. Hm. Ist das ein Bug oder so? So, dann hat man gleich auf den Lebenspunkten ungefähr. Das heißt aber noch gar nichts. Und dann geht auch diese Runde nicht zum Boden. Dass es nicht noch 5 Runden sind, dann hätte man es jetzt gehabt. Wir machen ihn einfach keinen Schaden. Nur er macht sich nur selber Schaden. Jetzt sieht's gut aus. Nächste Runde. Boah, Glück gehabt, aber wir haben noch halt einen Kampf gegen den Bruder. Na, ja, Weltmeister, Weltrekord, beides. Ich denke mal, das kriegen wir noch aufgenommen. Und dann schnell. Okay, ich bin noch den ersten Part am Rendern. Das heißt, ich kann es noch nicht hochladen. Müssen wir den Crap auch noch. Huch, sorry, Maus. Müssen wir den Crap auch noch aufnehmen. Okay, ist eigentlich kein Crap. Ist eigentlich cool. Aber wir regenerieren halt unsere Gesundheit nicht komplett vor dem Kampf. Das ist schon ein Problemchen. Was bin ich mit dem komischen Flummi oder Ball, Pokéball oder so? Bei ihm machen wir Schaden. Aber diese 5er-Tritte bringen überhaupt nichts, schadenstechnisch. Vielleicht hätte ich doch noch so einen aktiven Skill mitnehmen sollen. Hm. Aua. Irgendwie auch so kriegen wir ihn wahrscheinlich nicht. Wir greifen zu oft an. Er muss angreifen und nicht treffen. Hat er ungefähr gleich viel Leben. Prozentual sind wir im Vorteil. Aber der Kampf ist eigentlich auch nie wirklich schwer. Ich habe sogar noch nie knapp, nur knapp gewonnen. Ich habe eigentlich immer mit fast voller Lebenszahl gewonnen. Gut, dann haben wir den Weltrekord. Oh, ganz knapp, so gerade eben noch geschafft, um einen Tag nur. Das ist natürlich nicht viel, das wird auch schnell unterboten werden. Aber momentan habe ich den fucking Weltrekord zumindest. Bei meinem 5. Versuch. Ich hoffe, dass die Festplatte das noch mitmacht, ey, scheiße. Ich verabschiede mich dann auch ziemlich schnell dann. Ein ganzes Stück Geschichte sogar. Ich gucke eben Festplatte nach.
6 GB. Kommt wahrscheinlich dann immer Black Screen. Und noch nie irgendwo mehr Netzwerk gemacht. Ja, ist ja auch nicht wirklich was Besonderes, aber schon cool. Zack, 54 Tage, nice. Damit verabschiede ich mich, obwohl wir jetzt doch noch 6 GB haben. Und bis zu dem Zeitpunkt, wo hier 49 steht, verabschiede ich mich. Alles weitere werde ich wahrscheinlich nicht hochladen. Ja, es war halt wie gesagt kein mögliches Let's Play, einfach nur aufgenommen als Proof für den Weltrekord. Bis dann, bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, ciao.